So, hallo Leute, die mich jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das Video hochlade, gar nicht hören werden, aber warum werdet ihr erfahren? Der Ikusara hat eine Challenge am Laufen gehabt, muss ich jetzt sagen, bis zum 30. September, an dem ich das hier ungefähr hochlade, oder? Ja, irgendwie so war das, glaube ich. Oder ein bisschen danach lade ich es wahrscheinlich dann hoch, jedenfalls so Oktober, Anfang etwa. Also jetzt für euch. Hat der Ikusara so eine Challenge am Laufen und Ikusara schaut sich das Ganze ja wahrscheinlich auch an. Also hallo Ikusara, für dich ist noch nicht Oktober. Jedenfalls, ja, bei der Challenge mache ich mit, das ist Super Mario Galaxy 2. Und ja, man muss so ein paar Level schnell machen. Musste. Naja, es ist jetzt auch egal. Ihr seid in der Zukunft, ich bin hier gerade noch in der Vergangenheit. Und Ikusara auch. Ja. Es knattert ein bisschen im Hintergrund, das könnte am Grabber liegen. Naja. Ich nehme das Ganze mit Grabber auf, es gibt wahrscheinlich dann ein paar Lags. Ich hoffe nicht, dass es so kommen wird, aber ich habe gerade auch alle Programme abgeschaltet, die irgendwie was wegmachen können. Jedenfalls, ja, Level 1. Und auch für die Zuschauer, die das später dann noch ansehen, viel Spaß. Super Mario Galaxy! Wahoo! So. Versuch Nummer 11 oder 12 oder 13. In der Größenordnung bewegt sich das gerade. Nur mal eine kleine Auskunft zu geben, wie lange ich das hier schon versuche. Bin ich gut im Spiel, das weiß ich, aber das wird ja wohl reichen für so einen läppischen, leichten Eigenrekord zumindest. Geht doch! Okay, das war jetzt kacke. Eins. Oh, wenn ich da jetzt noch dran gestorben wäre an diesem Penner, ne? Das wäre asozial gewesen. Asozial hoch. 10. Ach, wie jetzt? Nee. Hier meine Zeit verlangsamen wollen, also so geht's aber nicht. Alles sammeln. Gesammelt. Ich brauche keiner kleiner Toad. Ich will lieber springen. Hoffentlich zählt das nicht die Zeit dazu. Das wäre asozial. Sowas von. Yeah. Und jetzt schaffe ich es mal. Hoffentlich reicht das mal ein bisschen. Eigentlich muss man ja einen fehlerfreien Run wahrscheinlich machen, aber das könnt ihr mir von mir nicht erwarten. So, mal schauen, wie lange wir gebraucht haben, falls es angezeigt wird. Ich denke mal, normalerweise nicht mehr, oder? Ah, da unten. 2 Minuten 31. Yay. Okay. Ich denke, das ist erstmal in Ordnung. So viel dazu. Ich hoffe, Ikusara, dass das ein bisschen so mich auf einen der höheren Ränge katapultiert. Vorerst. Aber gut, ich muss ja doch andere Galaxien machen. Ab zur nächsten.
Willkommen zu die Schwerkraft soll den Versuch. Ich mach nochmal hier einen neuen Versuch, weil ich wette, dass ich das noch schlagen kann. Du bist mir scheißegal, SP1, weißt du das? Ach, ich bin ja selber SP1. Egal. SP1 wäre ein bisschen leer ist. Du behinderst den SP1 nur. Dass es scheißegal ist, ob du leer bist oder nicht. Ja, jetzt fehlt dir nur was von wegen Haustiervernachlässigung und so, auch wenn du kein Haustier bist. Egal! Ich weiß ja, dass ich immer Kacke laber. Warum sollte ich auch nicht tun? Mal sehen, ob das was wird. Das sieht doch ganz gut aus gerade. Aber das habe ich schon oft gesagt und dann war es nicht. Von daher, da muss man sich jetzt nicht viel von erhoffen. Guck mal, Drecksgumba. Keiner mag dich. Du hast keine Freunde. Alle hassen dich. Keiner mag dich. Und du hast keine Freunde, weil alle dich hassen. Genau. Und das ist kein logischer Umkehrschluss, oder? Wahrscheinlich nicht. Nein! Boi. So, das sieht auch großartig aus gerade. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ja, Luigi, ich weiß, dass du gut akrobatisch bist, aber mir gerade scheißegal. Ich will diesen Dreck mit endlich schaffen. Und deine dumme Rutschung ist mir dabei auch scheißegal. Und du, Gumba, ich würde dich ja zu gerne töten, weil du damals Rüdiger platt gemacht hast. Rüdiger, erinnerst du dich? So, aber jetzt muss ich mich erstmal um diesen Dreckstern kümmern. Yay! Und damit hätten wir es. Also mit dieser Leistung bin ich definitiv einverstanden. Kann man sagen, was man will. Da hat sogar eine Chance auf den 5. Platz. Oder so. Ich will ja nicht sagen, dass ich ehrgeizig bin oder so. Aber das war gut. Genau. Ich hätte eine bessere Zeit. Das ist schön. Und auch so gut. Eine gute Zeit. Nächste Galaxie. Willkommen zu Let's Verlier! Wir machen das zweite und nicht das erste, wie ich so oft ausgewählt habe. Dieser Scheiß, ne, der regt mich langsam echt auf. Entweder habe ich total unnötige Fails immer. Oder andere unnötige Sachen. Ich finde es sehr interessant, wie der kleine Luigi da gerade springt, ohne Dinge zu haben. Luigi, dich braucht keiner. Nicht einen. So. Ach ja, ich habe jetzt selbst auch Luigi. Trotzdem. Denn war jetzt nicht schwer. Das Schwerste kommt noch, dass wir es schneller machen als bisher. Richtig machen, Luigi. Glaub's doch nicht. Kannst du doch nicht ernst meinen. Das hier ist eine wichtige Challenge. Na, so wichtig ist die gar nicht. Aber es geht um meine Ehre als Super Mario Galaxy 2 Spieler, toll. Bin gar kein so großartiger Mario Galaxy 2 Spieler, dass ich da irgendwie meine Ehre verkraften könnte. Aber
Egal, ich mach das jetzt einfach. Also nicht die Ehre zerkratzen, sondern das hier. Yay! Dä-dä-dä-dä. Wenn das nichts war, dann war das nichts. Ja. Ich weiß nicht, wo ich da gibt's halt nicht. Ich kann sowas machen. Bitte lach. Ja komm, 1,43. Wenn das nichts war, dann... Hey doch! Dummer Scheiße, ey. So. Ich würde sagen... Nächste Galaxie. Luigi, du hast doch bestimmt Speed genommen, so fröhlich wie du die ganze Zeit bist. Gib mir bitte ein wenig von deiner Geschwindigkeit ab. Das war jetzt Doppelwort. Wisst ihr? Speed, die Geschwindigkeit und Speed von der Droge. Für die, die es nicht wissen und für die ich immer noch mal erklären muss. Oder zumindest glaube, erklären zu müssen, weil meine Abonnenten es eigentlich alle wissen, nur ich weiß es nicht, dass die Abonnenten das wissen, weil ich dumm bin. Genau. Eigentlich erstmal guckt das hier sowieso nur Ekusare. Warum laber ich hier die ganze Zeit so scheiße? Ekusare will das gar nicht hören. Aber es ist ja eh Outtakes, von daher kann es mir auch egal sein, weil Ekusare die Outtakes nicht zu sehen bekommt. Es sei denn, er abonniert mich. Weil ich kann nicht sagen, ob das jetzt wirklich ein Outtake ist oder gerade einer wird. Das gibt's doch nicht. Ich bin in Zeitlupe noch in die scheiß Drecksblase rein. Ein bisschen erbärmlich muss das schon sein, aber... So. Bitte sehr. Jetzt mach doch den Scheiß, Sternstampfer. Wozu hat das Teil denn eine automatische Trefferquotung? Boah, ich kann es nicht glauben, es hat soweit geklappt. Nein, es hat tatsächlich soweit funktioniert. Ja, jetzt kommt dieser Scheiß. Der. Jetzt kommt der Master von ihnen. Boss die. Wie viel kommen noch? Dass dieser Dreckskreisel, auf den man draufspringen muss, das weiß ich doch nicht mehr. Egal. Komm, diese Zeit lassen wir jetzt so stehen, das ist zwar schlecht gewesen, aber egal. Oh Mann. Komm mal, Scheiß. Immerhin, neuer Rekord. Okay, das lassen wir so. Ekusare, das war meine schlechteste Zeit, glaube ich, aber gut. Hat. Silbersterne im Boomkastell. Ja, wir müssen hier in die Rückblende-Galaxie, oder wie die heißt. Das ist ein aus Super Mario 64 entnommenes Level. Was jetzt halt hier mit ein paar Galaxy-Elementen bearbeitet wurde und so Zeug. Und was man in Mario 64 schaffen konnte, das schafft man hier schon lange. Oder so. Genau. Immer optimistisch bleiben, auch wenn es total unwahrscheinlich ist, dass ich hier einen Rekord oder sowas erreiche. Ich glaube immer daran, dass ich eine Möglichkeit habe. Naja, eigentlich glaube ich nicht wirklich daran. Ich meine, wenn da Leute wie Lubba Blubba mitmachen, der die Klapp-Dingens-der-Galaxie in einer Zeit gemacht hat, die ich mit... Tausenden Versuchen, die ich nicht einholen konnte, dann werde ich jetzt hier auch nicht so viel haben, aber naja. Da ist es. Okay.
So. So. Also wenn das keine rekordverdächtige Zeit war, dann weiß ich auch nicht. Hui. Vielleicht ein Testbett oder so. Eine Minute 31, also da bin ich jetzt definitiv zufrieden mit. Gut. Geist ist ja jetzt auch noch aufgetaucht, sehr schön. Gut, ich würde sagen, das war's mit meinem Scheiß hier. Ich hoffe, ich krieg eine gute Platzierung. Also bitte, Ekusare, mach eine Platzierung und nicht nur so, ja, er hat gewonnen, weil... sondern so eine Platzierung. Da wäre ich dir sehr viel dankbar. Dann weiß ich, wie gut bzw. schlecht ich bin im Vergleich zu anderen Leuten. Das wäre sehr nett. Danke. Also im Voraus, falls ich es mache. Wenn nicht, dann, na, ist halt egal. Dann hätte ich auch so gemacht. Oder so. Obwohl, ich weiß nicht. Naja, jetzt um ein paar abschließende Worte zu sagen, die ihr gerne mitgemacht, weil das war das erste Let's, also von diesem Spiel war das erste Let's Play, was ich überhaupt gesehen habe, und zwar von Rüdiger halt. Ich danke auch Rüdiger, dass er mich informiert hat hierfür. Ich danke euch allen meinen Abonnenten, die das hier anschauen, obwohl sie es viel zu spät erst geliefert bekommen. Falls sie es anschauen, egal. und ja. Ciao, Ekusare. Mal schauen, wie die anderen abschneiden. Einer meiner Abonnenten will auch mitmachen. MyHawk288. Einer meiner besten Abonnenten sogar. Ja. Der hat das von einem Kumpel ausgeliehen und will es nicht zurückgeben oder so. Naja, egal. Das interessiert hier sowieso keinen außer ihm selbst, der sich jetzt denkt, lustig, ich werde erwähnt oder so. Naja. Was wollte ich sagen? Ach ja, Batterie wird jetzt aufgeladen. Ciao, Ekusare und Co. Also, ne? Yoshi guckt. Luigi langsam hin und her wippt. Denkt sich so, egal. Ich würde sagen, das war's. Ciao.